Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute zu meiner Tour im Münsterland, beziehungsweise das Münsterland wird verlassen, da haben wir den Videotitel bestimmt schon gesehen. Auf dem Zettel stehen jetzt hier zwei Übernachtungen, also drei Tage mit dem Rad. Und die größte Herausforderung ist ja, wenn man mit dem Rad alleine unterwegs ist, mehrere Tage, die Einsamkeit. Ne? Da bin ich ja nicht so ein Typ für, unterhalte mich ja auch gerne. Und darum bin ich nicht allein unterwegs, ich habe Freunde mitgenommen. Zum einen habe ich hier den Faxe mitgenommen, der Faxe ist dabei. Zum anderen dabei ist der Kalle ist dabei und ich habe noch einen richtigen Freund dabei. Ne? Guck mal hier, wo ist er denn? Ja, da ist er ja. Der Hülse ist auch da. Moin Hülse. Hey, moin. Ja, wir wollen uns jetzt die Zeit vertreiben, jetzt hier drei Tage auf dem Rad. Zwei Übernachtungen sind geplant. Wir fahren Richtung Niederlande, es ist Vatertag, Feiertag in Deutschland, alles geschlossen. Und der Hülse hat ja auch seinen Freund, den Fahrradanhänger dabei. Hat er eigentlich einen Namen, der Anhänger? Nö. Fahrradanhänger, nämlich sein Camper hier, ne? Sein Fahrradwohnwagen und richtig schön hier Electric Devils und sein Scorpion hier, ne? Ja. Von HP Velotechnik, das schöne Liegefahrrad. Sehr schön. Ja, gar nicht lange schnacken jetzt hier, wir machen uns auf den Weg und wie es Vatertag so üblich ist, einfach schöne Zeit haben. Genau. Der Weg ist das Ziel, nicht irgendwo ankommen. Wir haben keinen Campingplatz gebucht, keine Ahnung, wo wir landen werden, wir werden es erleben. Und habt ihr ja gerade schon kurz gesehen, im Vorbeifliegen mit der Kamera, jetzt hinten ja noch ein Solarpanel drauf. Da ist eine kleine Powerstation in der Fahrradtasche drin für die nächste Radreise. In ein paar Wochen ist es ja so weit, da machen wir mit dem Peter mit dem Blackmax ja auf dem Weg nach Polen. Und da wollte ich heute mal ausprobieren, das bietet sich ja an ein paar Tagen hier. Kann man mit Solarpanels hinten auf der Fahrradtasche, da ist eine 170 Watt Akku hinten dran mit einer normalen 220 Volt Steckdose, kann man damit Strom gewinnen. Was meinst du, Hülse, klappt das? Natürlich, ich habe ja hinten auch eine drauf. Also, ach, das ist auch sowas? Ja. Komm, wir kommen gar nicht los hier. Machen erstmal hier Wohnwagen schaust. Ich weiß jetzt nicht, hier ist ein bisschen Vogelschiss drauf. Das wird wahrscheinlich nicht volle Pulle sein jetzt, aber. Ja, man ist ja eingeklappt. Nochmal zwei Elemente mehr. Ja, wir schauen mal einfach. Ne? Und Hülse hat mich schon gefragt, wie viel Leistung hat das Panel denn? Keine Ahnung. Ich hoffe einfach genug. Egal. Wir fahren jetzt weiter hier schön frisch asphaltierte Straße Richtung Niederlande. So, den Jacken direkt ausgezogen, hier halb zehn morgens, 5 Kilometer gefahren, Sonne ballert schon richtig. So muss das sein am Vatertag. Also, los geht's. Warte! Ja, jetzt habe ich gerade ja gesagt, es ist schön, wenn jemand dabei hat, sich zu unterhalten. Aber es gibt eine gewisse Herausforderung. Ich sitze jetzt hier oben auf meinem Fahrrad, ganz normal. Und der Hülse sitzt da unten auf der Straße. Ja, ich lieg tiefer. Du kriegst einen schiefen Nacken, weil du immer raufgucken musst. Ja. Und ich krieg einen schiefen Nacken, weil ich immer runtergucken muss. Ne? Aber meine Bandscheiben, die werden es danken. Ja. Nicht, dass du Bandscheibendurchfall kriegst. Ja, genau. Das könnte passieren. Weiter geht's. Ja, und insgesamt hier 251,8 Kilometer bis zum Ziel. Natürlich nicht heute, mit zwei Übernachtungen. Und das geht auch mit Anhänger jetzt hier. Nicht ohne Tourmodus. Geht auch ein bisschen bergauf hier in 1%. Das merkt man ganz gut, als ob sich hinten einer festhält, den man mitzieht. Kilometer 7,5. Wir haben schon 85 Höhenmeter geschafft. Sind jetzt auch ziemlich oben hier. Kann man nicht sehen, dass wir oben sind, weil man nicht runter gucken kann. Aber dafür gibt es gleich eine rasante Abfahrt. Ich habe hier alles schön sauber gemacht. Ja, das hat er wohl nichts genutzt. Oh, hier wird's noch besser. Hier wird's noch besser. Hier in westfälischer Landessprache, pass auf, et jait bergaf, süß legst du die Obgat. Ne? Also da geht's runter und ich schlag mal vor, ich fahre schon mal vor und war bis hierhin eine schöne Tour für uns. Ich hoffe, wir kommen da beide heile unten an und ich bin gespannt, der Hülse hat ja ordentlich Gewicht dabei mit seinem Gespann. Eieieiei. Ist ja pfiffig, ne? In einer Hand die Kamera zu halten. Dann kann man mich nur mit einer Hand bremsen, aber hat geklappt. Sieht aus wie eine Seifenkiste, wenn du rankommst.
Aber hat geklappt, tippitoppi. Ich würde sagen, da müssen wir feiern, oder? Dass wir heile angekommen sind. Da müssen wir feiern. Wir machen erstmal hier ein kleines Päuschen. Wie gesagt, ja, Vatertag. Da muss man auch mal Pause machen und sich selber feiern. Muss man es auch mal gut gehen lassen, ja. Oh, ist voll der Matsch hier drauf. Ja, was machst du denn da? Der plant dann so eine Strecke. Ja, guck mal, wie mein Fahrerwohnwagen aussieht. Den habe ich extra sauber gemacht. So, und da ist ja erst, oh, wie spät haben wir es denn überhaupt? Hier 10 Uhr morgens, es gibt natürlich kein Bier, es gibt Weizenbier. Als Grapefruit-Mix, ne? Natürlich was Gesundes. Und bei dir, was gibt es bei dir? Ich habe auch kein Bier. Ach so. In dem Sinne. Stimmt, das kommt von der Weltisbrauerei, das ist kein Bier. Also ich will nicht meckern, also das kriege ich wahrscheinlich nichts abgegeben. Cheers. Auf uns. Und hier doch, ein bisschen Schmutz aufgewirbelt. Selbst auf meinem Solarpanel, das heißt, die Leistungsfähigkeit ist da jetzt ja auch nicht mehr so gegeben. Cool. Prost. Prost. Mit Senf. Mmh. Oh, ja, bitte. Der Gute. Mmh. Danke, danke, die schöne Schafe. Mmh. Aber jetzt hier so im Flachen auch, ohne Motorunterstützung, gut zu radeln. Also wenn das Gespann einmal in Schwung ist dann, und das eine gerade Fläche ist, dann rollt es auch, dann fährt es auch. Da braucht man nicht so viel Kraft dafür. Und wahrscheinlich auch die Mettwurstspende vom Hülsegrade hat dann ihren Teil dazu beigetragen, dass ich jetzt hier genug Power in den Beinen habe. Scharfe Linkskurve. Ja. Ey, bremst nicht rein. Gegenverkehr. Moin. Moin. Ja, Schlammer. Uiuiui. Uiuiui. Ja, das kommt davon, ne? Wenn man sich hier für die Sehenswürdigkeiten begeistert und dann überhaupt nicht aufpasst, was die Strecke an Herausforderungen bereithält mit der Bodenwelle. So, ja, kein Problem, die war jetzt nicht so steil, aber ja. Wie war das noch? Der Fahrradanhänger funktioniert wie eine Tragfläche? Da hätte schief gehen können. Ja, ich habe die auch nicht gesehen, sorry. Und da sehen wir auch schon da vorne die Sehenswürdigkeit hier in Billerbeck. Der Logerusdom. Jetzt haben wir eine Herausforderung, Hülse. Wieso? Ja, weil die Straße ist ja gesperrt. Aber nicht für Fahrräder. Okay, Fahrradwohnwagen steht da nicht. Also sonst können wir auch da vorne rechts um die Ecke fahren. Wir sollen wohl irgendwie irgendwo ankommen. Genau, Hülse wird jetzt ja vom Bahnübergang gerade schon verdächtig, dass er da das Aggregat in seinem Fahrradwohnwagen spazieren fährt. Den Motor. Nee, da ist nur das Essen drinnen, ne? Ach so, das Essen ist da drinnen. Nachher muss ich den Grill, ja, ja. Nachher muss ich noch den Grill auspacken. Was will uns der Künstler damit sagen? Der goldene Mops mit Flügeln. Das ist auch wieder klasse, hier durch die Bäume durch, da die Kirchturmspitzen vom Dom zu sehen. Jetzt fahren wir hier entlang an der, die Berkel müsste das sein, Richtung Westen, Richtung Coesfeld. Ja, und hier hinter Billerbeck, das lädt doch direkt ein zum Pause machen. Letzte Pause ist ja auch schon wieder 7 Kilometer her. Hülse, was meinst du? Bisschen am Waldsofa sitzen? Und der Hülse sagt gerade schon hier, ich habe doppelte Last auf der Deichsel, weil die Fahrradtasche
Hier unten, aber die hängt, das sieht nur so aus, ne? Ja, sieht so aus. Sieht nur so aus, also ich glaube, du hast da so ein bisschen mehr Stützlast drauf, oder? Nein. Nein? Auf meiner, hier sind nur 1,5 Kilo drauf. Echt? Heute, ja. Weil ich habe ja schon mal gewogen und da hatte ich, moin, hatte ich 5 Kilo Stützlast und das ist okay, ne, für die Dings hinten. Weil die Experten unter euch werden jetzt wieder kommentieren, ja, ist denn der Rahmen dafür zugelassen und so von KTM? Nein, ist er nicht. Ich habe da allerdings einfach dran gehangen. Ich habe eine Edelstahl-Steckachse, kann man jetzt nicht sehen, aber gibt's ein Video, ich habe den Cruiser mal vorgestellt. Eine in einem Stück gedrehte Edelstahl-Steckachse ist, das kann man käuflich erwerben, habe ich nicht extra machen lassen. Und das funktioniert, von daher, alle tutti. Ah, ich liebe ja diese Waldsofas. Diesmal bin ich auch pfiffig und habe den Helm vorher abgenommen. Genau, nicht mal, kannst du in einem Video auch sehen, wo ich mich hingesetzt habe, Helm auf. So, bon. Ah. Ja, so geht es halt, Junge. Ein alter Mann hier, ne? Oh. Viel Spaß. Jo, gleich war's. Jo. Moin. Übertreib's nicht, ne? Ja, auch nicht. Das ist nur das Klo. Hallo? Da ist die Zapfanlage drin und der Grill. Oh, hier kommt eine Furt. Aber die ist leer. Guck mal hier. Normalerweise ist hier so ein Bech hier. Bächchen ist auch gut. Bächlein. Ein Bach. Und ja, ist leer. Ausgetrocknet. Aber die Strecke hier ist wirklich wunderschön. Keine Autos. Natürlich viele Radfahrer, klar, Vatertag, Feiertag. Aber so läuft's. Und das ist ja alles relativ neu, renaturiert, wie man so schön sagt. So kenne ich die Berge hier noch gar nicht. Und ich kenne sie eigentlich auch nicht so flach, wie sie jetzt ist. Ja, guck mal hier, Genusskiste, Eis am Stiel, kalte Getränke, Schnecks, eine Bank, ein gehäkeltes Straßenschild. Was willst du mehr, Hülse, ne? Ja, Eis ohne Stiel. Und wir fahren jetzt hier weiter Richtung Coesfeld. Lutum heißt der nächste Ort. Ist irgendwie so, weiß ich gar nicht, ich sag mal grünes Ortsschild bei so kleinen Orten, wo so eine Häuseransammlung ist. Und kenne ich auch nur, weil die Radbahn Münsterland praktisch startet ab Lutum. Vorher gibt es die auch schon ab Coesfeld, aber da fährt man halt einen Feldweg. Und das ist wirklich die alte Bahntrasse ab Lutum. Und richtig war los hier heute schon. Und man guckt hier an Radfahrern, schon einige getroffen. Richtig schön. Und hier steht auch gerade ein neuer Bürgerradweg, wie man sieht. Und warum heißt das bei uns der Bürgerradweg? Weil die Landwirte hier dafür ihr Land günstig zur Verfügung stellen und auch die Bodenvorarbeiten selber machen, das Ganze kostengünstig, günstiger zu halten halt, ne? Dass man dann nicht alles über eine Firma machen muss. Darum Bürgerradweg, von Bürgern für Bürger. Aus der Ferne haben wir diesen Sonnenschirm jetzt hier schon entdeckt. Guck mal, das ist einfach nur, um uns, die wir vorbeiradeln, hier, wenn man sich hinsetzen möchte, ein bisschen Sonne zu gönnen. Und da haben wir hier Gabis Papeterie. Was ist denn eine Papeter? Ich kenne wohl einen Peter. Also Pappnase-Peter, den kennen wir. Aber eine Papeterie? Was ist eine Papeterie? Ne? Arsch über mein Haupt, ich habe keine Ahnung. Aber cool, ne? Ja. Sowas liebe ich ja, ne? So kleine Sachen hier entdecken. Sieht ganz nett aus. Schön Sonnenschirm drüber, kann man sich hier hinsetzen. Tippitoppi, aber wir haben ja keine Zeit, ne? Nein. Wir sind auf wichtiger Mission gerade. Genau, wichtige Mission. Vatertag. Weiter geht's. Und hier kommen wir jetzt an die Radbahn Münsterland. Sieht man hier an den drei Pöllekes hier und hier auch nochmal. Und
Wie man sieht, ist hier ab dem Teil halt noch keine alte Bahntrasse, geht am Blutum mal los in die andere Richtung. Hier noch nicht. Was ich selber auch noch gar nicht kenne, ist, dass es jetzt durchgehend asphaltiert ist. Ich kenne das nur als Schotterpiste hier. Und da hat man in den vergangenen Jahren so einiges gemacht jetzt hier an der Radinfrastruktur und Radwege, die jetzt hier entstehen. Muss ich echt mal sagen, Landkreis Coesfeld, tippitoppi, Daumen nach oben. Ich habe vor 2-3 Jahren noch genug rumgemeckert hier, dass die Bänke zum Hinsetzen zugewachsen sind, die Straßenschilder nicht mehr richtig zu erkennen sind. Ist ja oft auch natürlich ein Job von der Gemeinde, in denen die stehen. Aber da hat sich viel getan. Ich glaube, da hat man die Zeichen der Zeit erkannt, dass Radtourismus auch halt ein Geschäft ist und wo man halt einen Pfund in der Hand hat mit der Gegend hier, dass man da was machen kann, machen musste und auch gemacht hat. Ich freue mich. Das war ein sehr Werbeblock für den Kreis Coesfeld. Und so rollt es ja gut. Wenn man hinten noch einen Anhänger schiebt hier, 36, 37 km/h ohne zu treten, dann lasse ich mir gefallen. Hallo. Auch alles neu hier, ist ja unfassbar. Ich mache euch mal ein bisschen Platz über Breite. Moin. Ich wollte gerade sagen, so Verkaufssäule ist das aber nicht hier. Das ist eher zwar kostenpflichtig, aber was anderes. Und wir kommen jetzt hier nach Coesfeld, also hier unsere Kreishauptstadt. Winzerfest, 9. bis 12.05. Ist das nicht heute? 9. Ja, heute ist der 9. Heute ist Winzerfest hier, Hülse. Durch die Stadt von Coesfeld, durch die Innenstadt sind wir jetzt gar nicht gekurvt. Also das Weinfest haben wir uns mal geschenkt sozusagen. Auch eine kleine prophylaktische Maßnahme. Bei der Hitze hier jetzt noch ein Glas Weißwein trinken, am besten noch ein Rotwein und noch ein zweites. Und wir nehmen noch am Straßenverkehr teil, also von daher, wir nehmen das schon ein bisschen ernst hier, und das Fahrradfahren tut das nicht. Mal ein Bierchen, okay, aber jetzt noch Wein trinken, nein. Wir mussten gerade die Straßenseite wechseln, weil auf der anderen Seite, wie man sieht, hier nagelneuer Radweg, aber noch gesperrt ist, noch nicht fertig. Da fahren mal Leute drauf rum. Und ganz am Anfang, am Ende haben die Dinger aufgestellt. Wir haben natürlich artig hier die Straßenseite gewechselt, sind hier auf der Huckelpiste gefahren. Jetzt müssen wir wieder rüber, Hülse. Wir geben uns also jetzt hier in Gefahr, nur weil jemand vergessen hat, da die Baustellenabsperrung abzubauen. Weil ist ja fertig, ne? Das ist auch so typisch deutsch, ey. Der hat wahrscheinlich gerade frei gehabt, der die aufgestellt hat. Guck mal, das kenne ich doch. Weißt du noch hier, Kalle? Da haben wir unsere erste Übernachtungstour gemacht hier, ne? Dass wir getestet haben, wie weit das auch ohne Akku geht. Bin bei der Erdbeerbude da vorbeigekommen. Und hab dann da irgendwo bei jemandem, den ich kenne, am Bauernhof im Wald, mein Zelt aufgeschlagen. Ja, ist auch spannend hier, ne? Da hinten die beiden grün, hier ist rot. Das ist bei dieser komischen hier Maschine, wo du Geld reinschmeißt. Oder hier drei Kirschen brauchst, um was zu gewinnen. Hier hast du ja aber jetzt nur zwei Erdbeeren und eine Kirsche. Ob wir auch mal grün bekommen, man weiß es nicht. Ne? Aber das Problem wird sich in den Niederlanden dann ja erledigt haben. Da gibt es sowas nicht. Da werden Ampeln auch mal für Fahrradfahrer eingestellt und nicht nur hier für ne? Autobahn. Ja, in der Hülse muss ich da gerade vorbei an den Drängelgittern quälen. Gut, macht ja auch Sinn, dass ja kein Auto reinfahren soll, aber da hätte man ja auch Pöller aufstellen können. Ne? Muss man denn unbedingt hier unser Leben so schwer machen auf den letzten Metern in Deutschland? Mann, Mann, Mann. Die wollen verhindern, dass wir nach Holland fahren. Ne? Ja. Irgendwer hat was dagegen. Aber ich verstehe das immer noch nicht, warum die Drängegitter so eng hintereinander machen. Ne? Damit da kein Auto durchkommt. Ja, Kilometer 37 und herzlich willkommen jetzt hier in Gescher, der Glockenstadt. Ja, stimmt, wo es auf dem Ortsschild jetzt mit draufsteht, Glockenstadt. Hier werden Kirchenglocken gegossen. Habe ich im Fernsehen gesehen, bei Sendung mit der Maus, ganz spannend. Gescher, die Glockenstadt. Ich habe ja auch schon mal mit den Gedanken gespielt, mir zu Hause auf unser Eigenheim Solarplatten aufs Dach zu machen, aber an die Wand, das habe ich so noch nicht gesehen, dass das funktioniert. Kennst du das so? Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber wird da wohl jemand sich Gedanken bei gemacht haben, das an die Wand zu klöppeln?
Und die werden natürlich immer effektiver, die Dinger, dass die auch von verschiedenen Einfallwinkeln da noch eine Energie leisten können, sozusagen Energie abgeben können, wenn die Sonne auch da nicht im richtigen Winkel drauf fällt. Und das ist auch das Thema jetzt hier mal, der Stichpunkt, Stichwort, was ist denn mit meinem Solarpanel hier? Was liefert das überhaupt? Ich bin gestartet bei Akkustand 58% heute Morgen und gucke ich mir natürlich nachher nochmal an. Und wenn ihr das Ganze genau vorgestellt sehen möchtet, was ich da hinten rum mit mir rumfahre, dann auf meinem anderen Kanal Spovo Gear, weil Produkte habe ich ja gesagt oder auch versprochen, möchte ich jetzt hier auf meinem Hauptkanal mit den Radtouren, Radreisen halt nicht mehr machen. Die gibt es dann für alle, die es interessiert. Die können sich dann mit dem Spovo Gear Kanal abonnieren und dann die Produktvorstellung gucken. Und dann kommt auch irgendwann im nächsten Video, oder wahrscheinlich sogar noch vor dieser Tour, wo dieses Video rauskommt, Video mit dem Solarpanel hinten drauf. Bringt das was? Wir haben uns überlegt, jetzt hier nach knapp 40 Kilo... Wir haben uns überlegt, nach knapp 40 Kilometern jetzt hier... Sei doch mal ruhig hier, die Frau von Google Maps, meine Güte. Immer am Zwischenquatschen. Wir haben uns überlegt, jetzt hier nach knapp 40 Kilometern eine kleine Pause in Gescher zu machen. Und dann ist uns hier dieses Fabrikgebäude vor die Nase geflogen. Aha. Das sind hier die Glockengießerei. Ich will mal gucken, ob wir ein Schild finden. Was haben wir denn hier? Hüsker Synthetik, ne? Eine Synthetikfirma. Nur so. Ja, in Gescher haben wir eine kleine Ecke gefunden, wo man ein bisschen Päuschen machen kann. Nämlich die Bank hier habe ich gesehen. Und rein zufällig, das war jetzt gar nicht geplant hier. Das ist totaler Zufall, dass wir direkt vor der E-Bike-Ladestation hier angehalten haben. Aber tippitoppi, ne? Der ist ja auch immer Energie drauf bei den Dingern von RWE. Schon mal öfter getankt. Das bietet sich jetzt ja an, ne? Hier das Fahrrad wieder voll zu machen. So, mir reicht ja die Box hier. Muss ich mal gucken. Das heißt, wenn ich hier quer komme mit dem Fahrrad, soll wohl irgendwie klappen. Funktioniert. Öse ist ja richtig hier auf Einkaufstour eingestellt, wollte ich gerade sagen, mit Körbchen dabei. Ne? Ja. Sehr schön. Ist das ein Campingplatz-Körbchen, das Händeputzen gehen und so? Wofür ist das? Nein, das ist ein, ach, ein Kühlkörbchen. Ein Kühlkörbchen. Oh, und da ist Salat drin und so. Salat und oh, noch ganz viele leckere Sachen. Da freuen wir uns. Ein schönes Körbchen. Tolles Körbchen. Ja, natürlich. Guck mal, da lohnt es sich doch mal eine Ehrenrunde hier im Kreisverkehr zu drehen, wenn sich einer so viel Mühe gegeben hat hier mit den Metallarbeiten hier. Gescher Helau, ja super. Ja, und aus dem Nichts ohne große Vorankündigung hier Beekes Melkhütken. Auch wieder schön hier Metallarbeit. Boah, mit dem Ständer hier muss ich mal gucken. Der Fuß kommt da nicht zwischen. Macht ihn nicht lustig. Blumen sind das Lachen der Erde, ja. Und sehr schön hier. Kickismall, Grillsachen. Was haben wir hier? Milchautomat. Ja, und 1,20 Euro, gar nicht mehr teuer. Ne? Ist echt günstig. Coffee. Haben wir nichts zu meckern, ne? Nö. Was ich richtig geil finde, guck mal hier. Zum Hinsetzen. Sogar mit Decke. Und Blumenkörbchen steht da drauf. Komm, ich mach mal. Mit Polster und allem. Ich mach mal einen Probesitz. Mach mal. Rück mal durch, da komme ich auch noch. Jetzt mal gucken, dass ich das hier ungeschnitten. Na, guck mal hier. Direkt bekomme. Hanf kannst du auch hier kriegen. Drücken Sie mal einen Schuh. Mehr als nur. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Was ist denn hier? Ja, was gibt's denn hier? Mehr als ist nur. Ist da die Grammzahl? Achso, ne, doch nicht. Glutenfrei und vegan. Mhm. So, so. Kannst aber nicht rauchen. Was macht man damit denn sonst? Mit einschmieren oder Tee kochen. Aber beim Einschmieren hilft das denn auch? Also macht das auch gute Laune? Hanfnudeln, da ja, liegt ganz dran. Wie viel? Wer dich einschmiert oder was? Oder wie viel? So, wir schalten jetzt ab, bevor das hier eskaliert und wir das Video so nicht mehr zeigen dürfen. Aber herrlich, kann man sich hier hinsetzen. Ne? Guck mal, ja. Da hinten der Verkaufsautomat. Und hier vorne raus. Tippitoppi.
Ein schöner Blick. Ein schöner Blick. Haben die gut gemacht, ne? Finde ich auch mal klasse, diese drei Räder. Zweitakter, was ist Hülse? Der Zweitakt-Gemisch, nichts für dich? Auf dieser Höhe sind immer die Abgase. Ach so. Oh, pass auf, du schiebst dich von der Straße. Doch, doch, hier ist eine Kante. Da wollte er mich runterschieben hier. Ja, mittlerweile Kilometer 50 jetzt hier. Und herzlich willkommen gleich in Stadtlohn. Jetzt live hier aus Stadtlohn. Am Vatertag, 14 Uhr. Hülse sagt, er kennt sein Gefährt. Das sah gut aus. Respekt. Mann, du kennst das Gefährt aber. Ja, die Dinger kann man, ne? Ja, die Dinger kann man. Das ist okay, ne? Ja. Da darf man hinstellen, da kann da auch kein Auto reinfahren. Und dann kommt wieder noch durch. Und dann kommen da andere Leute, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen müssen, auch noch durch. Ah, da hat doch jemand eine Umfahrung gefunden. Das war jetzt, glaube ich, auch ungelogen. Ich glaube, das 20. Mal, dass er durchkurven musste. Aber kein Mann angeeckt. Ne? Von geht daher auch anders. Gutes Fahrsicherheitstraining hier heute, oder? Ja. Fahrtauglichkeit ist doch völlig vorhanden. Sehr gut. Und der scheint ja hier auch so weiter zu gehen. Ungedrängelt. Oh, schöner Radweg. Ne? Schön ausgebaut jetzt hier. Ortsausgang Stadtlohn Richtung Vreden. Dann sind wir auch bald in den Niederlanden. Kilometer 58 jetzt hier, noch mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Bei gut 3 Stunden in Bewegung haben wir 182 Höhenmeter geschafft. Restkilometer von der geplanten Tour nach 196. Ich hatte so 80 pro Tag angesetzt und dann Campingplätze dazwischen geplant. Und das soll wohl klappen, ne? Jetzt haben wir es hier 15 Uhr, 60 Kilometer läuft. Herzlich willkommen in Vreden. So, auf dem Bike sitzen für lange Strecken ist ja oft auch gar nicht so bequem. Also ich sitze jetzt hier auf dem normalen Sattel hier. Und der Hülse hat in seinem Liegerad natürlich, ups, einmal neben die Pedale getreten hier. Hat es natürlich deutlich bequemer, wollte ich gerade sagen. Jetzt wieder aufholen. Machen Sie mal ein bisschen Platz hier. Also der ist deutlich bequemer, wenn man so will, mit seinem Sofasessel da. Aber, weil er sagt, natürlich die Bewegung für die Beinchen ist ja völlig ungewohnt. Ne? Ist ja ganz anderes Fahrradfahren. Ganz andere Muskeln, die da beansprucht werden, um es mal in einem Wort auszudrücken. Hülse macht schlapp. Kann man dazu sagen? Ja. Also kurz und knapp und kurz und bündig. Hülse macht so langsam schlapp, beziehungsweise seine Beine brauchen ein bisschen Pause. Muss man sich erstmal dran gewöhnen hier. Das ist die erste lange Fahrt in diesem Jahr mit dem Fahrradwohnwagen und vor allem mit dem Liegerad. Und da müssen sich die Beinchen erstmal wieder dran gewöhnen. Also sieht sehr bequem aus, aber wie gesagt, für die Beinchen eine Herausforderung, so früh im Jahr. Das sieht man auch daran, dass sie noch ganz blass sind, sie haben noch keine Sonne gesehen, die Beinchen. Ne? Aber meine ja auch nicht. Lieber nicht zu lange zeigen, dass niemand abschaltet deswegen. Ich wollte gerade sagen, das lädt doch auch eins zum Päuschen machen da, aber die Hütte ist schon besetzt. Ja, guck mal hier, hier ist noch eine Pausenmöglichkeit. Und hier ist frei. Hülse. Hä? Hier ist eine Pausenmöglichkeit, hier ist keiner. Ja, dann machst du es hier bleiben. Ist doch super, ne? Tippitoppi. Oh. Also wir haben jetzt noch bis zu unserem Ziel hier
800 Meter, aber das ist ja egal. Ne? Das ist eine Pause, die sich ja anbietet, finde ich. Muss man die auch mitnehmen. Ja. Oh, du hast eine schicke Helmfrisur. Ja, ja. Nehmen wir von dem Streifen. Habe ich wahrscheinlich auch jetzt hier, ne? Also nicht erschrecken. Wir brauchen einen Helm-Irokesen, oder? Ja, den ja. So sieht er dann aus, ne? Von den Streifen da drinnen. Darum schnell. Aber wenn man es tragen kann, ne? Wenn man es tragen kann, genau. Darum schnell jetzt hier bei Devil's Cap hier aufgekommen. Ja, guck mal. Ich schicke dem Gastgeber mal ein Foto, dann weiß er, wo wir sind. Ja. Ja, wenn wir uns auf den letzten Metern jetzt gar nicht verfahren können, jetzt hier sogar mit Eskorte. Sebastian hat sich auf den weiten Weg gemacht, ist jetzt hier 700 Meter entgegengekommen. Mit seinem, ja, Scooter heißt das, ne? Genau, Tretroller wollte ich gerade sagen. Nein, mit seinem Scooter. Ja, wir sind jetzt hier in Vreden bei unserem Gastgeber. Im Zwischenstopp bei Sebastian angekommen. Der ist ja gerade hier sicher hierhin begleitet. Und wir trinken schon ein kleines gekühltes Kaltgetränk. Kleines vor allen Dingen. Ist auf jeden Fall, ich weiß, das ist ein gekühltes Kleingetränk hier. Und ich würde mal sagen, wir verabschieden uns für heute. Ich verabschiede mich für heute. Genau. Denn ich weiß ja, nach 2, 3 Kaltgetränken, dann ist der Tag eh bald zu Ende. Genau. Und ich bin ja immer schnell müde. Und dann glaube ich, dass wir gar nicht mehr so weit kommen heute, oder? Was meinst du, Hülse? Könnte ist, schwieriger sein. Ist ja vielleicht auch gar nicht erstrebenswert. Ne? Da, wo es schön ist, wo man willkommen ist, da genau. Fühlt man sich ja auch wohl. Da soll man bleiben. Und da soll man bleiben. Ne? Genau. Also von daher, also würde ich mal sagen, Tag 1 ist hier zu Ende. Wird es kurz dunkel im Video, gleich wird es wieder hell. Und dann geht es weiter mit Tag 2. Gute Nacht. Ciao, ciao, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen jetzt hier aus Vreden. Habt ihr ja gerade gesehen, weitergefahren sind wir dann gar nicht mehr. Haben einen wunderschönen Abend hier verbracht bei Anka und Sebastian. Und nochmal vielen lieben Dank dafür. Liebe Grüße auch an eure Kinder. Und der Hülse ist schon wieder startklar hier. Musste sich gerade da hinten ein bisschen durch das Türchen drängeln sozusagen. Aber geht jetzt weiter hier. Und jetzt geht es wirklich in die Niederlande, weil wir sind bloß 50 Meter entfernt von der Grenze. Und fahren jetzt Richtung Roodlo, heißt das, glaube ich. Und schauen mal, was uns da erwartet. Ne? Irgendwie so. Da geht's weiter hier und alles gepackt. Solarpanel ist wieder drauf und da gibt es gleich noch einen Takt zu. Da bin ich noch nicht so ganz begeistert. Die Strecke gibt es natürlich zum Nachradeln bei Komoot komplett. Allerdings jetzt nicht ohne den Garten, in dem wir heute Nacht hier waren. Ist ja kein Campingplatz. Und von daher ein bisschen dran vorbeigezogen. Aber eine wunderschöne Gegend hier zum Radfahren. Wir haben ja noch gar nicht lange her eine leckere Devils-Tour hier gemacht, der Zwillbrocker Fenn. Ich habe ja herrlich geschlafen bei mir im Zelt jetzt, ne? Mit der Thermarest-Matratze jetzt ja? Auch super, ja. Wie war es bei dir im Wohnwagen? Also ich konnte nicht klagen. Konnte ich klagen? Also ich habe wieder geschlafen wie ein Baby. Ja. Und du hast ja auch Luftmatratze drin, ne? Keine Schaumstoffmatratze oder sowas? Eine normale Luftmatratze. Ich will da irgendwann nochmal eine Matratze reinmachen, aber dann hast du halt gleich wieder mehr Gewicht, ne? Das ist übrigens jetzt meine erste mehrtägige Vatertagstour. Früher auch mal in jungen Jahren hatte ich fast gesagt mit dem Bollerwagen, als ich natürlich schon Vater war. Und davor halt mit dem Kinderwagen. Der war auch ganz praktisch, da passte genau eine Kiste Bier drum. Unten rein, die haben den Kinderwagen um eine Kiste Bier gebaut, war auch eine super Sache. Und ja, das erste Mal, jetzt bin ich mehrtägig. Und macht richtig Spaß jetzt schon wieder hier loszuradeln. Blauer Himmel, alles tippitoppi. Wir sind gut mit Kaffee versorgt worden auch gerade noch. Und da kann es ja nur gut werden. Schützenfest und Bockbierfest. Kann man von hier nicht sehen, aber haben wir gar nichts von gehört gestern. So weit sind wir noch gar nicht gefahren jetzt. Da das Festzelt. Ja, und Hülle sagt gerade schon, da haben wir gestern an der falschen Stelle die Pause gemacht. Hätten wir zum Schützenfest ja fahren können. War bestimmt gestern auch schon. Und ja, das hätte auch böse enden können. Ne? Am Schützenfest, Hülse, man weiß ja nicht. Ne? Da sind die Öffnung der Gläser ja deutlich größer als bei so einer Dose. Dementsprechend ist ja dann der Durchfluss höher von der Trinkflüssigkeit. Und das kann auch schon mal so nach so einer Tour auf dem Fahrrad mit Sonne auf dem Kopf, haben wir auch gut gemerkt gestern, mal böse enden. Ne? Das wollen wir ja nicht. Uns geht es ja heute gut und das ist gut so. Kilometer 4 jetzt heute Morgen, Zwillbrock. Und hier ein wunderschöner Parkplatz, da haben wir die Devil's Tour auch vor ein paar Wochen gestartet. Kann man auch mit seinem Camper stehen. Und hier hinter geht es gleich direkt rüber.
Jetzt habe ich, glaube ich, insgesamt auch schon 15 Mal angekündigt. Ja, ja, ich freue mich. Kilometer 5 jetzt hier. Herzlich willkommen in den Niederlanden. Sackgasse, aber wir dürfen hier reinfahren. Ja, ein Stückchen an der Autobahn entlang hier. Und ganz genau bei Kilometer 10 jetzt hier, herzlich willkommen in Groenlo, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Das kann ja nicht. Nee, Moment. Das wäre unvernünftig. Falsch rum auf die Autobahn. Hier geht's weiter. So, das sieht ja schon vielversprechend aus. Jetzt die City haben wir gefunden. Wir müssen mal gucken. Was machst du da? Dass wir hier einen Bäcker finden. Ja, wir haben jetzt in Groenlo hier einen kleinen Supermarkt gefunden und Brötchen eingekauft und ein bisschen was zum Frühstücken sonst noch dazu und fahren jetzt hier weiter und suchen uns mal einen netten Spot, wo wir uns hinsetzen können. Erstmal halt hier rausgerufen. Von wegen fahrradfreundlich. Hier fahren nur Autos durch die Fußgängerzone. Ja, das Frühstück haben wir vor 200 Metern bei Albert Heijn eingekauft. Aber, Herr Hülse hat gesagt, da gab es ja kein gekühltes Bier. Wir haben jetzt also normal aus dem Regal was genommen. Haben jetzt hier die Hoffnung, bei Jumbo dann noch auch gekühltes zu finden. Nochmal eben hier. Nächster Zwischenstopp. Ja, gekühlte Getränkevorräte sind jetzt auch aufgefüllt, sind auch dabei. Aber jetzt geht's wirklich los, mal hier schon gleich 10:30 mal einen Frühstücksspot zu suchen. Hülse ist gar nicht so ein Frühstücker, da ist morgens gar nichts, aber ich schon. Und ich habe noch nichts gehabt jetzt hier, nur 5 Tassen Kaffee, glaube ich. Von daher ist langsam mal Zeit. Und fahren jetzt hier den Feld Pappelndiek oder was auch immer. Auf der Suche nach einer Sitzgelegenheit. War anstrengend nach hier. Ja. 1 Kilometer später jetzt hinterm Supermarkt. Aber hier einen super Spot zum Pause machen. Auch extra hier ein kleiner Parkstreifen für Fahrradwohnwagen. Willst du mir da hinten schön das Bänkchen zum Hinsetzen im Schatten, dass wir uns auch nicht hier direkt den Pelz verbrennen. Ich bin noch gar nicht eingecremt. Bist du eingecremt? Nein, ist am Morgen, ist immer so, ne? Da nimmt man sich ja vernünftig zu sein vor. Ich bin ja auch eher, ich bin ja eher der südländische Typ. Ach so. Ne, deswegen. Was heißt südländisch? Du isst gerne Pizza oder was? Was heißt der südländische Typ? Du wirst gar nicht erst rot, du wirst direkt braun oder was? Ah, so, okay. Na dann. So, jetzt wäre es gut, sich zu erinnern, wo man die Brötchen eingepackt hat und so. Ich glaube ja hier. Hab's. Hast du keinen Sitzpolster? Soll ich hab einen Sitzpolster, aber die Bank ist ja ganz nass. Was ich jetzt mache, ich packe mal einen Klappsessel aus und setze mich dann in die Sonne. Wie, du klappst deinen Klappstuhl aus? Ja. Wolltest du den Krieg ziehen? Nein, dann würde ich ja den Klappstuhl ausgraben. Nein, ach so, ja, stimmt ja. Ich hab den nur. Das ist auch ein eindeutiger Vorteil jetzt von dem Fahrradanhänger, dass man halt an die wichtigen Sachen auch schnell drankommt. Und wenn ich den Packsack so dabei habe, die Sachen, ist der Stuhl meistens nicht das erste, was oben liegt. Und von daher, ich komme doch zu dir jetzt hier. Und das sieht mir doch kulinarisch recht ansprechend aus, was du hier für dich so zubereitest, ne? Würstchen damit. Bei mir wird das gleich ein bisschen primitiver aussehen. Ich kann auch gerne Käse essen. So, das Präsidentenbuffet. Kalte Krakauer mit Senf und einem hart gekochten Ei. Und als Getränk natürlich
Aber Kaffee hatte ich schon bei Anka und Sebastian ganz viel. Ein schönes, kaltes Herzog Jan. Zum Höhle. Und gerade beim Frühstück noch zur Hülse gesagt hier, wir sind in den Niederlanden, das ist ein Radfahrervolk und Campingvolk. Warum gibt es hier eigentlich keine große Fahrradwohnwagen-Szene? Hat der Erste direkt angehalten mit seinem Rad hier und informiert sich erstmal, hat schon eine Roomtour gemacht mit dem Fahrradwohnwagen. Ich finde das ganz spannend jetzt hier, mit der Hülse mit dem Geschoss hier unterwegs ist. Das erste Mal, dass das steht. Ja, in Holland gibt es hier nicht so viel. Das ist auch ein Fahrstil, wie es da gleich hier in den Bach radelt. Und das macht einfach nur Laune, jetzt hier heute zu radeln. Wir haben natürlich super Glück mit dem Wetter. Kann man sich ja nicht aussuchen. Wir werden jetzt auf jeden Fall losgeradelt. Aber wer weiß, was wir dann unternommen hätten. Aber es ist natürlich herrlich. Wir sind kaum mehr unterwegs. Es ist ja Freitag. Die meisten müssen ja auch arbeiten. Wir haben ja frei. Ist ja Freitag. Und darum genießen wir einfach jetzt hier. Und liebe Grüße an meine Frau. Wir haben uns sogar gegen die Sonne eingecremt. Und sogar im Nacken. Also diesmal in nach Hause komme, nicht so schimpfen. Ja, schon das nächste Tiny House. Scheint doch hier so üblich zu sein. Und der Hülse ist ja auch bald Tiny House Erbauer, Besitzer. Ja. Er baut sich zwei in den Garten. Da habt ihr jetzt auch einen Eindruck, wie groß Hülses Garten ist. Zeigst du bestimmt auf deinem Kanal, ne? Irgendwann. Ja, natürlich, du machst dann Zeitrafferaufnahmen. Oh, cool. Der weiß ich noch nicht. Versprochen, wollte ich gerade sagen. Bloß ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. Ja, in den Niederlanden gibt es ja eigentlich keine Berge oder Hügel oder sowas. Von daher sieht das mir ein bisschen aus wie so eine Mülldeponie oder irgendwas, ne? Wo man Sachen ablegt. Aber das Schild daneben, on perfekt à la carte. Das passt ja Hülse, oder? Ja. Ich frage mich nur, was das ist. So, die nächste Schätzung von Hülse ist, dass hier Tontaubenschießstand ist. Und das hat einfach... Ja, sicher, das sind Tontauben, das ist Keramikschrott. Ah, da oben die Vorrichtung. Ja, ja. Okay. Ja, hier keine Mandarinen, Kürbis oder sonst was. Schiedbahn. Ich habe mich gefragt, was macht der Duck da? Die Ente oder die Taube da? Ja. Die Taube ist das. Das ist eine Schiedbahn, steht da. Ja. So. Eine Schiedbahn? Was ein Schied? Eine Scheißbahn. Hast du jetzt gesagt? Ich würde das aus dem Niederländischen jetzt nicht so ins Deutsche übersetzen. Ich distanziere mich natürlich selbstverständlich von Hülses Fremdsprachenkenntnissen. Muss er selbst für gerade stehen. Oder sitzen. Schiedbar. Aber schicke Schiedbahn. Sieht noch ganz neu aus. Das ist natürlich jetzt kein reiner Radweg, auf dem wir hier radeln, aber es ist ja relativ häufig in den Niederlanden, dass du hier so eine Straße für den Autoverkehr hast, wo man schneller fahren kann und daneben direkt für den landwirtschaftlichen Verkehr oder für die Radfahrer halt parallel verlaufend sowas hier. Finde ich ganz klasse. Kann man gut fahren. Kilometer 25 jetzt hier und herzlich willkommen in Ruurlo.
gemäht Berkelland. Und wenn ich da hinten, guck mal da hinten, ey, die Fiat, die allen. Sind noch bald interessanter hier als das Schild, was ich gerade erzählen wollte. Cool. Und ich wollte sagen, hier Berkelland, die Berkel ist ja am Fluss, der im Billerbeck, also bei mir fast vor der Haustür entspringt. Und man kann halt die Berkel entlangfahren und hier in der Gegend müsste sie langsam auch schiffbar sein. Ich weiß gar nicht, ob wir gleich in Land der Berkel noch kommen. Müssen wir mal schauen. Das ist ja richtig klasse jetzt hier, ne? Und auch der Wohnanhänger da von Eribar, finde ich auch spannend, ne? Was wir da dafür haben? 9.500 Chipse. Oh, oh, oh. Das ist schon eine Ansage, ne? Ja, das sind halt Liebhaber, Digga, ne? Ich glaube nicht, dass das noch ein D-Max-Schild ist. Scotty, nein, das haben wir hier. Gulden. Ich wollte gerade sagen Gouda. Oh, das ist wahrscheinlich ein Komma verrutscht. Nicht um Kopf und Kragen. Gulden waren das früher. 9.500 Gouda. Fahr mal schnell weiter, bitte. Slotty kommt noch in 6 Wochen oder so. Ja. Guck mal, hast du sogar hier Überholverbot auf dem Radweg. Auch immer wieder spannend hier für mich der Baustil. Das sieht ja ziemlich alt aus, als ob es hier früher mal so einen Kotten alleine gab. Dann hast du ja ganz viel diese, ich sag mal, Schaufensterwohnung, ne? Wo du vorne viel Fenster hast und dann irgendwie alles sehr, sehr einheitlich. Hier offensichtlich ein Bastelfreund, der hat den Moskito, Mistforken als Füße, die Waschmaschinentrommeln. Das ist nochmal Electric Devil. Und die Strecke hier ist ziemlich wellig, sag ich mal. Es sind ein paar Löcher im Boden und da müssen wir echt aufpassen, weil da sind unsere Gefährte hier, meiner auch nicht, für ausgelegt, irgendwelche Schläge hier zu bekommen. Also diesen Stabilitätstest wollen wir gar nicht erst ausprobieren, wenn dann mal so richtig Schwung auf die Deichsel kommt. Dann sind da mehr als 5 Kilo Stützlast bei mir. Und dann kannst du auch mal knack machen, ne? Auch mit der Edelstahlachse. Du hast ja Original Weber, ne? Ja. Da kann nichts passieren. Ja, ich habe auch die Schwerlast. Ja. Vernünftig. Aber so ist das echt schön hier, durch den Wald zu fahren. Noch? Und das filmt ja auch noch. Das filmt ja auch noch. Sei mal dankbar, dass ich dir gesagt habe. Das war doch extra. Digga, das habe ich gebuddelt für dich. Noch? Junge, 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 Junge. Selten so gefreut, mal wieder an der vielbefahrenen Straße lang zu fahren. Nein, der Wald war schön, aber mit Anhänger hinten dran, wie gesagt, die Achsbruchgefahr ist da nicht ohne. Habe ich zwar noch nie gehabt, habe ich auch nicht gehört. Schon mal gehört, dass einem die Achse gebrochen ist. Kennst du da was? Dann ist die Sorge ja völlig unbegründet, aber das Ganze rumgeschüttelt von dem Zeug da hinten. Da muss ja auch nicht sein. Wir wollen es auch nicht provozieren. Kranenburg bei Kilometer 33 heute. Aber alles richtig schön gepflegt jetzt auch hier zum Langradeln. Und was für ein Empfang da. Neben so einer Kulisse da, die alte Kirche. Hat schon was. Wir haben uns für heute jetzt gar keinen festen Campingplatz vorgenommen. Ich fahre jetzt erstmal hier nach Deventer, um da ein bisschen Päuschen zu, mal ein bisschen zu gucken. Da war ich ja damals meine allererste Campingtour alleine mit dem Zelt, die ich auch verfilmt hatte. Das Video heißt von Blomedal an See zurück nach Münster, glaube ich. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, 6 Jahre her. Seitdem war ich nicht mehr in Deventer, ich bin nur vorbeigefahren auf der Autobahn. Und bin mal ganz gespannt, ne? Und ist ein nettes Städtchen, habe ich damals so kennengelernt. Von daher das heute als Ziel und auch dann der Wendepunkt, weil wir morgen Abend schon wieder zu Hause sein wollen, sollen, müssen oder so ähnlich. Dass wir dann auch wieder genug Zeit haben morgen noch und nicht zu viel Strecke haben morgen noch, um zurückzuradeln. Von daher irgendwo zwischen Deventer und Enschede, mal schauen, wo wir heute Abend landen.
Opa. Ja, sehr schön. Das ist mal eine coole Idee. Kilometer 45 jetzt hier, mittlerweile 13.30 Uhr. Und wir schauen mal, wir fangen gleich über einen Fluss. Was ist das? Die Eisel? Mal schauen, wie gut ich im Raten bin. Und dann suchen wir uns einen kleinen Spot jetzt hier zum Pause machen. Aber nee, ich glaube, die Eisel ist das hier nicht. Aber steht auch kein Schild. Aber es hat sich noch nicht ausgeflusst. Hier gibt es noch mehr davon. Ja, offensichtlich eine Schleuse, aber welcher Fluss das jetzt hier war oder Kanal, das reiche ich gleich mal nach. Da muss ich erstmal, wenn wir angehalten haben, einmal rausfinden. Einmal kurz nachgeguckt, das war so ein Seitenkanal der Eisel. Also hier links von uns läuft irgendwo die Eisel. Man sieht ja so einiges, wenn man rumkommt hier, Kirchen, Kirchenbaustile, aber sowas hier, das auf der Kirchturmspitze hier, guck mal, Hülse da oben. Die Mobilfunkantennen. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ist was Besonderes. Aber hier auch wieder schön die Häuschen. Das hat ja was. Guck mal, kannst du Bücher tauschen. Kilometer sind wir insgesamt jetzt gefahren. Letztes Stück war, glaube ich, 3 Stunden am Stück gerade. Was sagst du? 18 Kilometer, sagt der Akku. Ja. Und der hat ja schon gewechselt unterwegs. Und jetzt haben wir endlich mal, das war wieder diese Geschichte auf der Suche nach was Besserem. Da war eine Bank. Ach komm, findest du noch irgendwie eine andere, eine schönere mit Wasserblick und hast du nicht gesehen, wie heute Morgen sowas. Und jetzt haben wir diese hier, die ist im Schatten. Wir hätten da hinten noch eine zur Auswahl in der Sonne. Und hier ist einfach ein ruhiges Plätzchen, wo nicht viele Autos fahren. Von daher sind wir schon zufrieden, auch ohne Seeblick jetzt hier. Wir kommen ja gerne nach Deventer und da gibt es ja auch noch schöne Aussichten. Nicht nur wir haben Hunger und Durst, nein, die Akkus mittlerweile auch hier. Mal ein bisschen nachladen, das Ganze an der Powerbank. Und mein Solarsystem, die gespeicherte Energie wird immer weniger anstatt mehr. Irgendwas mache ich hier verkehrt. Ne? Ich soll doch eigentlich aus der Sonne Energie in diese Powerbank da reinbekommen. Diese Powerstation in die kleine. Aber anscheinend mache ich das umgekehrt. Ne? Dass ich mit der Powerstation die Luft heize. Ich habe keine Ahnung. Ob ich da was falsch zusammengesteckt habe, kann man eigentlich nicht. Aber ja, was heißt schon, kann man nicht. Ne? Wir packen das gleich mal in die Sonne und schauen doch mal. Ja, die kleine Pause hier ist jetzt vorbei. Und ich habe jetzt auch das Problem festgestellt, warum meine Solarapparatur hier gar nicht geladen hat. Und zwar ist es wichtig, die sind anscheinend in Reihe geschaltet, dass die alle an der frischen Luft sind, dass die alle die Sonne sehen. Und von daher ist das Ganze mal ein bisschen anders aufgebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es überhaupt funktioniert. Also fest ist es. Habe ja hier mit den Spannflexen das festgemacht. Das werde ich jetzt nicht verlieren, aber mehr auch nicht, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir mal, ob Hülse irgendwann schreit hier. Vorsicht. Achtung! Genau. Achtung! Und dann über mein schönes Solarpanel fährt. Guck mal hier, BMW Düsseldorf, was ja auf Deutschland wohl Düsseldorf heißen würde, denke ich mal. Aber Düsseldorf finde ich gut. Ich selber mag ja nicht gerne so lange YouTube-Videos gucken. Gute halbe Stunde ist bei mir auch gut gewesen dann sozusagen. Und von daher habe ich mir jetzt entschlossen, da einen Zweiteil davon zu machen. Ist einfach zu viel, um alles in eine gute halbe Stunde reinzupacken. Darum ist der erste Teil jetzt hier zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid im zweiten Teil dann auch wieder dabei. Ab Deventer sozusagen Richtung Enschede, Richtung Heimat, Richtung Münsterland geht's dann weiter im zweiten Teil. Ciao.